Hallo und herzlich willkommen bei abiweb.de. Heute sprechen wir über Kohlenwasserstoffe, genauer gesagt über die Gruppen Alkane, Alkene, Alkine. Sie sind die typischen Vertreter der Kohlenwasserstoffverbindungen, das heißt der Verbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Wir finden sie in vielen verschiedenen Substanzen vor, natürlich vor allem das bekannteste ist Benzin oder auch zum Beispiel Feuerzeuggas oder auch Wachs. Oder auch Pheromone in der Biologie. Kohlenwasserstoffverbindungen haben ganz typische Eigenschaften, diese drei Gruppen. Sie sind alle in Form dieser homologen Reihe, das heißt, sie unterscheiden sich alle durch so eine genannte CH2-Einheit, vor allem bedeutsam bei den Alkanen. Wir nennen bei den Alkanen mit zunehmender CH2-Einheit Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan. Dementsprechend haben wir dann noch die Alkene und die Alkine. Wie die Nomenklatur ja schon vermuten lässt, haben wir Alkane, Methan, Ethan, Propan, Butan. Alkene, Methen gibt es in dem Falle nicht, weil zwischen einem C und einem H-Atom kann keine Doppelbindung herrschen. Was das Kennzeichnende ist für die Alkene, die Alkene haben immer eine Doppelbindung. Das heißt, wir haben Ethen, Propen, Buten, Penten und so weiter und so fort. Entsprechend bei den Alkinen finden wir immer eine Dreifachbindung, Ethin, Propin, Butin und so weiter. Das heißt, kennzeichnend Alkan, homologe Reihe, keine Doppelbindung, nur Einfachbindungen. Alkene, eine Doppelbindung, Einfachbindungen. Alkine, eine Dreifachbindung. Die typischen Reaktionen bei den einzelnen Gruppen sind jeweils bei den Alkanen die radikale Substitution. Das bedeutet den Austausch eines H-Atoms durch eine Radikalbildung gegen ein anderes Atom. Meistens den Austausch des Wasserstoffs gegen ein Brom oder ein Jod, wie wir es kennen als Bromierung oder Jodierung. Alkene ist die typische Additionsreaktion, das bedeutet, wir haben Substanzen, die diese Doppelbindung angreifen, zum Beispiel nukleophil, das heißt einen Elektronenmangel aufweisen und dann diesen Elektronenmangel auffüllen wollen und dann es zu einer Auflösung der Doppelbindung kommt und damit dann diese Doppelbindung aufgelöst wird und wir keine Doppelbindung mehr haben. Dementsprechend haben wir Alkine. Diese Alkine zeigen die gleiche Verhalten wie die bei den Doppelbindungen mit der Additionsreaktion, ebenfalls eine Additionsreaktion, nur über eine zweite zusätzliche Additionsreaktion, da ja die Dreifachbindung mehrfach abreagieren muss. Alkene kann man am besten auch nachweisen durch zum Beispiel die Kombination mit halogenen Wasserstoffen oder Halogenen allgemein, womit man dann feststellen kann, ob Doppelbindungen vorhanden sind.